Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Diese Worte stehen am Anfang des Trostbuches im Buch des Propheten Jesaja. Sie markieren einen Stimmungsumschwung. Die Israeliten, die sich immer wieder von Gott abgewandt haben, sind durch ihre Schuld in Babylon gelandet, in der babylonischen Gefangenschaft. Sie wollten sich nicht auf Gott verlassen, sondern vertrauten auf die ägyptischen Heere, vertrauten auf ihre eigene Stärke. Es wird schon nicht so schlimm kommen. Aber es kam so schlimm, wie Gott es immer angekündigt hatte, wie es die Propheten immer wieder gesagt hatten. Und so waren sie nun in der Gefangenschaft in Babylon, fühlten sich von Gott und der Welt verlassen. Und dann steht ein Prophet auf im Auftrag Gottes und sagt diese Worte: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Mit dieser Schuldvergebung ändert sich alles. Die Situation im Äußeren ist immer noch unverändert. Noch immer sind sie gefangen in der Fremde, noch immer fern der Heimat. Aber es ist ihnen vergeben. Damit ändert sich alles. Wenn wir nachdenken, was Vergebung bewirkt, dann ist Vergebung eine doppelte Befreiung. Wenn ich jemandem vergebe, dann befreie ich mich auch von der Vergangenheit, dann mache ich mich frei, dann muss ich nicht nur mit meinem Denken darum kreisen, dass jemand anderes mir Böses getan hat, dann lecke ich nicht nur meine Wunden und bin in meinen eigenen Schmerzen gefangen. Wenn ich jemandem vergebe, dann ist das ein großer Schritt, der mir selber Freiheit gibt. Und dem, dem vergeben wird, bringt die Vergebung Freiheit. Hier spricht Gott: Es ist euch vergeben. Das, was gewesen ist, die Schuld, sie zählt nicht mehr. Und damit beginnt ein völlig neues Verhältnis zwischen den Menschen und Gott und Gott und den Menschen. Redet freundlich mit Jerusalem, heißt es. Dieses Wort freundlich im Deutschen kann auch eine vorgetäuschte Freundlichkeit sein. Wie viele Verkäufer haben ein Dauerlächeln und ich weiß, sie meinen es nicht ernst. Im Hebräischen heißt es, redet durch das Herz oder redet mit dem Herz. Also seid wirklich ehrlich miteinander, ehrlich zugewandt, ehrlich freundlich. Wie gehen wir um, wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, wenn vergeben wird? Wie oft schmieren wir einander unser eigenes Versagen aufs Brot, immer wieder aufs Neue? Redet freundlich, das heißt, setzt die Vergebung auch um. Nehmt einander wahr, achtet aufeinander. Die Anfänge des 40. Kapitels des Jesaja-Buches, dieses Trostbuches, sie weisen auf eine kommende Veränderung. Noch ist das Äußere nicht verändert. Noch lebt Israel, leben die Menschen in der Sklaverei. Aber im Inneren sind sie frei, weil sie wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Und wir? Wir leben in dieser Welt. Und vieles in dieser Welt macht uns unfrei. Aber weil Gott uns liebt, deswegen haben wir eine innere Freiheit, trotz allem. Amen. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und lieben alle Zeit. Die Recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad.
Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit, die Gnad auf ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst dich zu Schanden wird. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht vergiet, es bleibe ewiglich, so weit der Himmel geht, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erden, durch deinen